Okay, ich schwöre, das war das letzte Mal, dass ich... Ich fasse nie wieder irgendeinen Precursor-Mist an! Da ist er! Ergreift ihn! Geh weg von dem Tier! Ja! Vergesst die Ratte! Der Baron will ihn! Wir haben auf dich gewartet! Keine Angst, Jack! Ich rette dich in 0, nix! Ja! Vergesst die Ratte! Der Baron will ihn! Keine Angst, Jack! Ich rette dich in 0, nix! Ihr da! Da drüben! Keine Panik, Mann. Schau, wie der Meister das macht. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ja, gut, dass du fragst. Wir sind die besten Kammerjäger von Haven City. Hat hier jemand einen Wanzenbefall gemeldet? Was? Ich weiß nichts von einem Befall. Wer hat euch bestellt? Na, dieser Junge, dieser Captain Ximon Rupert Tick Jackmos. Netter Versuch. Niemand hat euch bestellt. Captain Rupert Tick Jackmos hat Urlaub. Was sagst du jetzt? Ah, nun, sehen Sie, Er rief uns von seinem Ferienhaus, Hotel aus an und sagte, dass dieser Palast voller Wanzen sei und wir schleunigst was tun sollten. Wegen der Wanzen. Der Baron hätte das befohlen. Und da schickt man euch. Seht euch doch an. Ihr seid das einzige Ungeziefer hier. Habt ihr letzte Nacht im Müll geschlafen? Ja, es ist ein harter Job. Echt hart? Wir leisten wichtige Dienste, also lass uns unsere Arbeit tun. Ja, unsere Arbeit, die wir tun. Wir legen dann mal los. Lasst ihr nicht stören. Dann fangt endlich an. Beeilt euch. Ich werde aufpassen. Gut. Viel Spaß. Hab ich nie. Oh Mann, wie unlocker der Typ. Dunkles Echo ist ein gefährliches Spielzeug, Errol. Diese Gefängniskarte zeigt 5 Insassen, die dem ekligen Zeug ausgesetzt waren. Alle sind tot, außer einem. Dein Waffenprogramm ist ein Reinfall. Graf Wieger, haben Sie doch etwas mehr Vertrauen. Dieser Jack ist vielversprechend. Die alte Onin sagt, er sei etwas Besonderes. Was war das? Uah, Wanzen, ich geh's. Überall wimmelt's von denen. Wo war ich? Ach ja, Helles Echo ist der Schlüssel. Wenn wir das Precursor-Geheimnis lüften, können wir... Angst ist das Geheimnis. Und wie wir unsere Krieger mit dunklem Echo zu Waffen machen können. Nur so sind die Metallschädel zu besiegen. Das wird ein Untergang sein. Diese Echo-Spinner werden uns nicht retten. Oh ja, das ist meine Karte zu Jack. Prima gelaufen, Kumpelchen. Komm, gib mir 5. Dunkles Echo-Injektionszyklus abgeschlossen. Bio-Werte niedrig und unverändert. Wieder nichts. Mir wurde gesagt, dieser hier wäre anders. Er ist überraschend immun gegen eure Experimente, Baron Praxis. Ich fürchte, das dunkle Kriegerprogramm hat versagt. Ich habe dich so mit dunklem Echo vollgepumpt, dass du tot sein müsstest. Was jetzt? Die Metallschädel greifen verstärkt an. Ohne neue Waffe können meine Männer sie nicht mehr lange zurückhalten. Ich werde nicht der Mann sein, der gegen diese abscheulichen Kreaturen verloren hat. Macht mit dem Endplan weiter und erledigt dieses Ding noch heute Abend. Wie ihr wünscht. Ich komme später wieder. Ich habe doch gesagt, bis zum Ende der Woche bekomme ich mehr Echo. Wir bringen es direkt zu eurem Nest, wie versprochen. Der Deal ist gestorben, wenn du deinen Teil nicht erfüllst, mein lieber Baron. Meine Geduld geht langsam zu Ende. Bring mir die vereinbarte Menge Echo, sonst muss deine geliebte Stadt den Preis dafür zahlen. Er spielt mit uns. Lasst mich das Nest angreifen, bevor es zu spät ist. Ich kann ihn besiegen. Geduld, Kommandant. Niemand ist je ins Metallschädelnest vorgedrungen, wie du weißt. Ich habe erlebt, was aus solchen Versuchen wird. Nein. Stärke ist ihre Schwäche. Wir stellen uns hilflos, bis sie uns aus der Hand fressen. Und dann
Weiter mit unserem Plan. Ashlyn soll die Patrouillen verstärken. Das Grabmal muss gefunden werden. Aber eure Tochter ist in letzter Zeit so eigenwillig. Darum werde ich mich kümmern. So oder so. Ashlyn ist die Tochter des Barons? Und finde das Kind. Wenn du nur halb so intensiv nach dem Bengel suchen würdest, wie du mit dieser Mechanikerin flirtest, hättest du seinen königlichen Hintern schon längst festgenagelt. Wie ihr wünscht. Mit genug Überzeugungskraft kann ich unseren Spion bestimmt. Was war das? Na, wenn das nicht der dunkle Eco-Freak ist. Wo ist Kira? Keine Sorge, ich habe ein wachsames Auge auf sie. Die ganze Stadt redet von dir, Jack. Du gibst ihnen Hoffnung. Wie armselig. Ich hätte dich gern im Gefängnis getötet. Aber dich auf der Rennbahn vor den Augen aller zu erledigen, ist doch noch viel besser. Ich kann den Aufschrei jetzt schon hören. Wenn die Menge sieht, wie ihre Hoffnung stirbt. Schön, dass du zurück bist, Daddy. Ja, es ist schön, wieder frei zu sein. Weißt du, Kira liebt Gewinner. Bald ist sie meine Mechanikerin. Bleib ihr vom Leib. Ich will, dass du die Meisterschaft verlierst. Lass Era gewinnen. Du wettest gegen uns? Jack, so läuft das eben. Du bist ein Symbol für diese Städte. Die würden alles auf einen Funken Hoffnung setzen. Der ideale Zeitpunkt, um Geld zu machen. Was sagst du, mein Junge? Ich sage, du wirst viel Geld verlieren. Denn ich werde antreten. Und ich werde gewinnen. Du Kleiner. Du machst langsam mehr Ärger, als du wert bist. Mach's dir bloß nicht zu gemütlich. Jeder ist ersetzbar. Hast wohl Todessehnsucht, was? Wir müssen nicht bis zum großen Rennen warten. Wir können das sofort klären. Nur wir beide. Durch die Stadt. Und wir benutzen Beschleunigerringe. Verpasst du auch nur einen Ring zwischen Start und Ziel, ist es aus. Kira hält dich sowieso für einen Versager. Und ich liefere ihr den Beweis, ein für alle Mal. Einverstanden. Ah, bild dir nichts ein, du Strauchdieb. Nächstes Mal fahren wir meinen Preis und dein Kopf wird meine Trophäe sein. Ah, du kannst wohl nicht verlieren. Bist ein Flaschenkind, oder? Ich will nicht bloß gewinnen, Eco-Spinner. Ich will deinen Kopf. Seid gegrüßt, Rennfahrer. Heute werden eure Nerven und euer Können auf die Probe gestellt. Sollte einer von euch es wirklich schaffen, unseren Champion Errol zu schlagen, bekommt ihr einen Monatsvorrat Eco und eine Mini-Tour durch meinen Palast, um zu sehen, wie die andere Hälfte lebt. Viel Glück und sterbt tapfer. Auf die Plätze! Fertig! Die Helden sind schon lange tot, nur Überleben zählt noch. Egal mit welchen Mitteln. Die Stadt gehört mir. Diese Leben gehören mir. Dieser Krieg gehört mir. Und im Krieg sterben Leute. Tötet ihn. Vorsicht! Ich gewinne, Jack. Ihnen nach! Gefällt dein Ton nicht. Ha! Dem hast du so richtig gegeben! Oh Mann, das saß. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Jetzt wirst du paranoid, mein Freund. Komm schon, Großer, gehen wir zurück. Die Wüste ist mir unheimlich. Ashlyn, hier ist Thorn. Jack ist wieder in der Stadt. Jack, ich wusste, auf dich ist Verlass. Der neue Gardeanführer macht sich bestimmt schon in die Hof. Halt! Das Signal wird gestört. Ich glaube... Arrow! Ich lebe! Immer noch auf der Verliererseite, Jack? Tja, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat man mich etwas verbessert. Selbst die Metallschädel haben Schwächen, doch ich bin aus reinstem Metall. Würde ich ja gern wiedersehen.
Mit meinen neuen Freunden werde ich diesen armseligen Planeten erobern. Du sprichst mit den dunklen Schöpfern? Ja, mein digitales Ich hat die gleiche Wellenlänge wie diese armen, gequälten Wesen. Sie ähneln uns, weißt du, Jack? Ja, mir zumindest. Sie wollen nur ein Zuhause, irgendwo hingehören. Und die Zerstörung allen hellen Echos! Zusammen werden wir diesen armseligen Planeten von seinem Elend erlösen. Sei dir dann nicht so sicher. Die dunklen Schöpfe sind alles andere als harmlos. Frag mal die Metallschädel. Mir liegt eine Macht zu Füßen, über die selbst die Precursor nicht Herr waren. Keine Angst. Du wirst nicht mehr erleben, was ich aus dieser Welt mache. Einen Felsen oder einen Schlackepool. Oder einfach nichts. Völliges Vergessen. Die Wahl ist so schwer. Das werde ich nicht zulassen. Mist, er ist entwischt. Bis dann, Maschinenmann. Meine Freunde wollen dir Adieu sagen. Ich würde ja gerne noch plaudern. Aber ich bin mit den mächtigsten Wesen im Universum verabredet. Du bist erledigt, Blechdose. Pass auf, sonst komme ich rüber und hetze Jack auf dich. Zu spät. Ich habe das Schiff der dunklen Schöpfe aktiviert. Wenn ich zurück bin, werde ich die Macht der Precursor mein eigen nennen. Also bis dann, Jungs. Dinge erwachen? Ist der Planet futsch? Ich kontrolliere die dunklen Schöpfe. Was ich alles damit tun kann. Das war's, Arrow. Und wenn wir beide draufgehen. Oh! Nein! Jack? Los geht's, Dex! Geschafft! Woohoo! Nicht ganz. Ich werde euch alle töten! Der Kerl gibt einfach nicht auf! Es liegt zur Stadt. Wir müssen helfen. Für Demos. Die letzte Mission der Hell-Dunkel-Brigade. Auf geht's, Partner. Bis in den Tod.